Das Gegenstück zu den Onboard-Units sind die sogenannten Roadside-Units. Hier handelt es sich um kleine Kommunikationseinheiten, die entlang der Strecke aufgebaut werden. Diese Roadside-Units sind mit Ampelanlagen, aber auch bei uns mit Bahnübergängen oder zum Beispiel zur Einzelweichensteuerung gedacht. Die Rückmeldung erfolgt, indem die Onboard-Units von ihrer Seite aus Position und Geschwindigkeit der Fahrzeuge an die Roadside-Units übermitteln und die Roadside-Units von der anderen Seite den aktuellen Zustand der Technik dahinter wiedergeben, beispielsweise wie lange eine Ampel noch rot ist oder auch auf der anderen Seite, ob die Bahnschranken sich im geschlossenen Zustand befinden. Damit können wir mit unseren ÖPNV-Fahrzeugen sicher die Kreuzungen überqueren.